lohnen sich 8000 Euro Aufpreis für 37 PS mehr. Hier steht der erste voll elektrische Abarth, der Abarth 500e. Boom! Wir sind in der Klassikstadt. Ich bin tierisch happy, euch den elektrischen Skorpion zeigen zu dürfen. Hier ist er. Was werden wir mit dem Acid-grünen Modell zusammen machen? Wir werden drumherum gehen, wir werden reingehen. Wir werden schauen, ob wir uns den Sound anhören können. Wir werden über die Leistungsdaten, über den Preis, über das Wettbewerbsumfeld, über meine Abarth-Leidenschaft sprechen und natürlich auch drüber, wann bekommt er den, was kostet er, alles, was ihr wissen müsst. Hier seid ihr gelandet bei The Car Crash Review. Das ist eigentlich der einzige Autokanal, den ihr abonnieren müsst, denn bei uns gibt es jeden Tag um 17 Uhr ein neues Review von der bezaubernden Jessie, die später auch ins Video kommt, oder eben von mir. Habt ihr Bock, dann kommt mit. Ja, ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich wie gewohnt hier in der Klassikstadt in Frankfurt über unseren Kooperationspartner GoLeasy. Die halten uns eigentlich seit erster Stunde die Stange. Was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern wie meinauto.de. Ja, schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Ihr werdet hier eine Förderung bekommen, wie die 2023 aussieht. Weiß ich nicht, das Auto wird wohl ja so im Mai oder März Q1 auf den Markt kommen in Deutschland. Was ich allerdings, und das merkt ihr jetzt wahrscheinlich viel besser kann als Werbung, ist über die Historie von Abarth, über das Wettbewerbsumfeld, über die Fanbase zu sprechen. Und erstmal der Gründer der Firma, Carlo Abarth, ja, das war ein Visionär, denn der hat eine ähnliche Autoleidenschaft wie ich und er sieht Autos auch ähnlich, denn er hat gesagt, okay, wir brauchen kleine, leichte Autos, da packen wir mega viel Leistung rein und machen die zu richtig kleinen Rennsemmeln, zu Autos, die auf der Rennstrecke funktionieren. Das war ein Enthusiast. Das ist jetzt, glaube ich, ja, 73 Jahre etwa her, dass Abarth gegründet worden ist und hier steht jetzt das erste voll elektrische Modell. Es gibt 160.000 Fans der Marke, die in so einem Club sind, wo man dieses Auto ja mitbestimmen konnte am Anfang. Das heißt, man hat die skorpionifizierte Community ein bisschen einbezogen. Ich weiß ganz genau, dass ja die Abarth-Fans ein bisschen vielleicht kritisch sind erstmal dem Auto gegenüber. Die wollen ihren 595, die wollen ihren 695 weiter mit 165, 180 PS mit Verbrenner. Der wird auch wohl weitergebaut bis Ende 2023. Trotzdem kommt jetzt auf Basis des erfolgreichsten Elektromodells teilweise in Deutschland, dem 500e, eine Performance-Version. Was hat man also gemacht? Man hat mehr Spurbreite, mehr Radstand, mehr Leistung, 37 PS, 155 PS da reingepackt. Ja, man hat optisch außen viel gemacht, man hat optisch innen viel gemacht und mehr Drehmoment natürlich auch und das alles zu einem Mindestaufpreis von 8000 Euro. Hier steht jetzt die Scorpionissima Version und das ist eine, die auf 149 Stück limitiert ist, genau nach dem Geburtsjahr von Abarth. 1949 meine ich doch, also doch nicht nur 100, sondern 1000 und die gibt es dann in diesem Acid Green, könnte man auch gelb bezeichnen, oder auch in einem Poison Blue, die gibt es als Limousine, wie sie hier steht, mit Glasdach und die gibt es auch als Cabrio. An der Seite haben wir bei dieser Version neben der Limitierung, was man auch im Innenraum sieht, diese Streifen, die dann nur die bekommt und auch da war die Community dann ja mit dabei. Wenn man jetzt über das Wettbewerbsumfeld spricht, ist es super schwierig, weil das ist halt ein sehr kleines Elektroauto, der 500e. Es gibt zum Beispiel auch den Mini Cooper SE, der hat 184 PS, braucht aber, ich glaube, 7,4 Sekunden auf 100. Es gibt den Honda E, der hat 154 PS, der braucht 8,3 Sekunden auf 100 und der hier ist 2 Sekunden schneller als der 500e mit 7 Sekunden. Jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert, der hat 155 PS und dieses Auto ist knapp 3,70 Meter lang, also echt klein, ihr werdet kaum was in der Größe finden. Ja, ist etwa 1,70 Meter breit, 1,51 hoch, ein bisschen flacher als der 500e und steht, finde ich, richtig schick da. Euch interessiert allerdings, und ich glaube, dafür schaut ihr das Video, was ist denn jetzt erstmal optisch außen anders, Jan, als beim 500e? Und da beginnen wir beim Abarth-Logo hier vorne drauf. Da ist er, der Skorpion hier, sehr schön eingeformt.
Unten drunter steht dann Abarth in so einer matten grauen Schrift. Und an der Seite haben wir hier auch die Leuchten eingefasst. Nämlich hier oben, was beim 500 so eine Leuchtleiste ist, ist hier einfach so ein mattes Element. Hier sind die LED-Blinker, was dieses Auto auch sehr besonders macht. Und wenn wir dann unten schauen, haben wir diesen Stoßfänger, der auch besonders sportlich ist. Und unten diese weiße Lippe nach vorne und hier auch ganz besonders eine italienische Nummer, was dieses Auto von vorne sportlich, aber gleichzeitig sympathisch macht. Ich finde, es kriegt kein anderer Hersteller so gut hin wie Fiat oder Abarth, so sympathische Autos auf den Markt zu zaubern. Ich bin mir sicher, wenn man mit dem rumfahren wird, da draußen würden die Leute applaudieren und alle würden schauen. Und dieses italienische Cinquecento-Lebensgefühl auf die Straße zu bringen, schafft aus meiner Sicht nur eine Marke. Es haben schon Leute gesagt, ey Jan, wir machen ein Meme draus, dass du eigentlich in jedem Video sagst, du bist nicht der Designer-Typ, dann aber irgendwie 10 Minuten über das Design von Otto sprichst. Ich sage immer, ich spreche gerne über die Fahrwerkstechnik hier drin und man hat sich echt was einfallen lassen, denn man hat eine optimierte Gewichtsverteilung bei diesem Auto. 57% vorne, 43% hinten. Wir haben 2,4 cm verlängerten Radstand und, was sehr wichtig ist, eine Spur, die vorne 6 cm breiter ist. Ist sehr wichtig für die Stabilität, für den Stand vom Auto, dass wir eben nicht so eine A-Klasse-Elchtest-Problematik bekommen. Vorne 18 Zöller, die sind hier drauf, wunderschönes Felgenbett, ganz groß der Skorpion hier unten drin, eine unglaublich schicke Felge, die gefällt mir richtig gut. Und dann, wenn ihr hier unten seid, können wir gleichzeitig mal weiterschauen in diese Streifen hier rein. Das hat die Community irgendwie wohl mitbestimmt und ja, bei dieser Sonderversion da zur Marktstadt ist es drauf. Spiegelkappe hier haben wir auch wieder in diesem Mattengrau und genauso kommt die Version hier auch mit dem Glasdach und speziell Abarth ist dann auch hier diese dunkle Fensterumrandung und jetzt kommt mal her, der Skorpion hat jetzt einen Blitz drin im Abarth. Nice. Richtig nice, sagt Jesse und die ist ja bei uns für Design verantwortlich. Wenn wir jetzt ans Heck gehen, dann bin ich wieder der, der dieses Video bestimmt und da ist dann hinten aber zu sehen, hier steht es ganz groß drauf. An den Leuchten hat sich nichts getan. Da hätte ich noch ein bisschen Optimierungsbedarf gesehen. Vielleicht beim Abarth hätte man machen können, muss man aber nicht. Der Diffusor hier hinten, der sieht fast aus, als hätte man ihn von einem Maserati oder von einem Ferrari abgeschraubt. Und was wir hier sehen an der Seite, ist die Möglichkeit, den 42 Kilowattstunden fassenden Akku zu laden. Der liegt schön tief hier unten, gibt dem Auto einen tiefen Schwerpunkt und kleiner Kritikpunkt ist, man hat den Akku nicht vergrößert, man hat mehr Leistung reingepackt. Das Auto lässt sich weiter mit 85 Kilowatt laden, ist dann in 35 Minuten von 0 auf 80%, in 5 Minuten könnt ihr 40 Kilometer nachtanken. Aber durch die Mehrleistung haben wir vermutlich statt 320 Kilometer 70 Kilometer weniger Reichweite, also 250 Kilometer, muss man wissen. Schaut mal, hier auch beleuchtet, ist mir immer ganz wichtig, dass man das beleuchtet, weil bei Nacht an so einer Ladestation zu sein, ist wirklich kein Vergnügen, wenn man da mit dem Handylicht irgendwie ja, reinleuchten muss. Was interessant ist, 185 bis 550 Liter großer Kofferraum, den mache ich euch jetzt hier mal auf. Und jetzt schaut mal, viele sagen vielleicht, die Ladekante ist zu hoch. Viele sagen, das ist zu wenig Platz da hinten drin. Ich sag, schaut mal, ihr könnt hier einfach, wenn ihr wollt, umklappen. Und ich mache es jetzt einfach mal. Elektrische Türgriffe übrigens, die Sitze nach vorne und dann seht ihr, dass ihr da hinten drin monster viel Platz habt. Wenn ihr wollt, könnt ihr damit sogar eine Waschmaschine transportieren. Richtig schick. Und dann haben wir hier diese kleine Hutablage noch oben. Ich bin genötigt worden zu sagen, das ist kein Serienmodell, sondern dieses Auto ist Vorserie. Das heißt, das Serienmodell wird dann noch deutlich qualitativ drauflegen. Da bin ich sicher, wir sind in letzter Zeit vor allem von Fiat und Abarth eine sehr gute Qualität gewohnt. Die Verkleidung hier im Kofferraum, ja mei, die ist eher spartanisch. Aber das ist beim Auto auch wichtig, dass es nicht zu schwer wird. Über das Gewicht werden wir nämlich gleich sprechen. Hier an dieser kleinen Schlaufe geht der Kofferraum zu. Auch
Schön ist übrigens, ich weiß nicht, ob Jessie es euch gezeigt hat, dass wir auch hier nochmal Abarth eingeprägt haben an der Seite. Also für mich ist das ja ein Auto, was designmäßig eigentlich ins MoMA gehört, weil ich so unglaublich schick finde. Natürlich hier elektrische Türgriffe. Und für diejenigen, die sich da einen Kopf machen, dass man sich da vielleicht einklemmt, hier haben wir die mechanische Öffnung hier mit einer mechanischen Öffnenfunktion. Und hier wäre dann gleichzeitig noch ja, die elektrische Öffnung und auch hier ist nochmal ein 500er drin. Ich mache jetzt vorne mal auf, denn wir sprechen über den Motor, der beim Auto vorne sitzt und auch da ist er ja angetrieben. Und da muss man jetzt natürlich ganz genau hinschauen. Das Auto hat 155 PS. Das sind ja ziemlich genau 37 PS mehr als bei dem 500e in der höheren Ausstattung bzw. in der höheren Motorisierung. Der hat 235 Newtonmeter, was ziemlich genau 15 Newtonmeter mehr sind ja, als bei dem 500e in der höchsten Motorisierung dann. Was vielleicht ganz wichtig ist, ist, der wiegt 1335 Kilo und ist damit nicht wie die Abarth gewichtoptimiert, sondern er wiegt 45 Kilo mehr als der 500e. Trotzdem ist es so, jetzt mache ich hier einfach mal auf, dass der in 7 Sekunden auf 100 geht. Die Beschleunigung ist stufenlos und er wird zum Leidwesen vielleicht vieler nur 155 km/h schnell. Ich sag, das ist gar nicht so schlimm, denn vermutlich kommt eh eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 km/h. Über die Reichweite haben wir gesprochen. 18 Kilowattstunden Verbrauch auf 100 Kilometer wird der vermutlich haben. Was jetzt interessant ist, es gibt die 165 PS Version mit dem 595 und die 180 PS Version mit dem 695. Die gehen in knapp unter 7 Sekunden, also ein bisschen schneller auf 100. Die gehen aber auch als 595 knapp über 7 Sekunden auf 100. Die werden allerdings 218 respektive 225 km/h schnell, kommen natürlich insgesamt weiter mit dem Tank und haben vielleicht ein bisschen mehr Emotion, was den Verbrenner angeht. Aber hier hat man eine Sache gemacht, die sehr, sehr spannend ist, nämlich den AWAS. Also einen Sound, der über 20 km/h an eine Gitarre erinnern soll und auch beim Auf- und Abschließen innen Gitarrensound macht. Oder optional einen Soundgenerator, der dem Auto dann ja einen Verbrennersound geben wird. Ob wir den heute zeigen können, weiß ich nicht. Wir schauen uns jetzt allerdings erstmal den langer Tag und ich bin noch ein bisschen nervös, den Innenraum an. Kommt mit. Kommen wir zum Innenraum und was natürlich spannend ist, bei uns auf dem Kanal seht ihr alle 595, 695 Abarth Verbrenner. Wir haben euch wirklich nahezu jede Sonderedition vorgestellt in den letzten Jahren und da seht ihr auch, dass ich nicht nur Quatsch erzähle, sondern ich liebe die Abarths wirklich. Deshalb dürfen wir mit dem Modell hier ruhig kritisch sein. Wir werden mal schauen, ob wir uns gleich den Sound anhören. Wir werden schauen, was hier innen besonders ist und ich finde, im Innenraum hat sich eigentlich am meisten getan, weil wir haben sehr viel Alcantara respektive Mikrofaser hier drin. Wir haben Sportsitze, wir haben dunkle Elemente hier drin, Alcantara Lenkrad in Poison Blue 12 Uhr Markierung. Aber jetzt nudeln wir das mal Stück für Stück ab. Erstmal, wenn ihr hier oben diese Jalousie noch zumacht, ist es hier hinten richtig dunkel. Und bevor wir die Sitze anschauen, klappe ich die hier noch nach vorne, dass ihr mal seht, wie wenig Platz da hinten wirklich ist. Und dass hier die Sitzfläche auch hinten in Alcantara ist. Blau-gelbe Ziernähte hier drin, richtig schick. Und der Sportsitz hier, der ist aus meiner Sicht ein echtes Gedicht. Ich fahre euch den jetzt mal nach hinten und wir schauen uns den an. Schöne Alcantara-Steppung hier in der Sitzfläche. Schön, ja, Skorpion nochmal hier im Muster. Skorpion hier reingelasert ins Alcantara, in die integrierte Kopfstütze. Aber Durchbrechung hier nochmal. Das ist ein richtig guter Sitz und glaubt mir eins, der Sitz ist bequem. Der könnte vielleicht mehr Seitenhalt geben, vielleicht kommen irgendwann noch Cup-Sitze hier rein, aber das ist ein wirklich toller Sitz und auch mit der Verstellbarkeit von vorne nach hinten sieht das richtig gut aus. Wenn wir jetzt vielleicht hier mal das Licht anmachen, ist praktisch, ne? Machen wir den Schwenk über dieses Alcantara-Element hier vorbei an diesem, wie heißt das, Jessie, die Farbe?
Titaniumgrau. Titaniumgrau, übrigens auch außen in die Tür. Und selbst in der Tür haben wir Lederbezug, haben wir diese ja, schöne Ziernaht in Gelb und Blau, Platz in der Tür. Unten habe ich euch ja schon gezeigt, der mechanische Öffnenmechanismus der Tür ist sehr praktisch. Aber auch der elektrische Knopf oben ist nicht unpraktisch. Da drückt ihr einfach drauf, geht die Tür auf. Da hat sich schon einiges getan. Aber die Einstiegsleiste seht ihr hier. Der Mitteltunnel ist einigermaßen frei, den zeige ich euch gar nicht so detailliert, weil es echt dunkel jetzt, weil ja auch Nacht ist. Kein ausgekleidetes Handschuhfach, aber Platz. Und hier die Säulenverkleidung sind auch dunkel. Und wenn wir uns jetzt hier das Infotainment anschauen, dann hat sich da noch gar nicht so viel getan. Wir haben auch, ja hier, schaut mal, ich glaube, das ist die Skyline von Torino mit einem USB-C-Stecker hier. Hier sind die Gänge, Drive, Neutral. Rückwärts parken, Start-Stopp-Knopf ist hier. Dann haben wir hier die Modi, ne, die verschiedenen Fahrmodi, Volume, Parkbremse. Hier die kleine, diese kleine Jalousie für wieder eine 12 Volt Steckdose oder einen USB-C-Stecker hier. So wird der Schlüssel vermutlich nicht kommen. Was wir hier haben, ist eine Armauflage wieder mit schönem Bezug in dieser Ziernaht. Platz hier drin und ihr könnt das nach vorne und nach hinten verstellen. Es ist schon fast böse dunkel hier drin. Ich glaube, ich mache meine Taschenlampe auch mal an. Abarth Lenkrad ist für mich ein echtes Highlight. Blaue 12 Uhr Markierung hier, Alcantara in der Grifffläche. Abarth steht hier unten. Gelber Skorpion hier im Pralltopf ist schon wirklich echt nice. Und jetzt zeige ich euch mal da vorne. Wir haben nämlich ein bisschen andere Ansicht da drin. Haben wir diese verschiedenen Tutorials, die ihr hier machen könnt. Mit einer Dia-Show zum Beispiel auch. Soll man dann nicht während der Fahrt machen, soweit ich weiß. Da kann man relativ viel machen. Lane Control ist hier drin. Und jetzt probiere ich wieder zurückzukommen. Ist gar nicht so einfach hier mit Handy in der Hand. Tutorial, Einstellungen zum Display haben wir hier. Hier haben wir eine Home-Ansicht. Dann haben wir hier den Tripmaster zum Beispiel auch drin. Alles nicht repräsentativ. Die Assistenten sind hier. Dann die Fahrzeuginfo haben wir hier. Sieht alles ein bisschen anders aus. Musik ist hier. Navi dann hier drin. Aber für viele wahrscheinlich noch relevanter ist nicht, dass wir die Assistenzsysteme hier haben oder die Sprachsteuerung hier, sondern wahrscheinlich das Infotainment. Ich mache mein Handy mal wieder aus. Jo, hast du genug Licht? Reicht, ja. Sehr gut. Home-Ansicht haben wir hier und da könnt ihr die Seiten frei belegen. Erstmal seht ihr hier, wir sind wirklich in der Klassikstadt. Nee, wir sind da das noch nicht ist drin. Nicht. Aber sieht ein bisschen so aus wie das Gebäude außen. Ja. Und hier könnt ihr verschiedene Dinge reinmachen. Zum Beispiel die Leistungsflussanzeige hier ist halt noch harte Vorseher, muss man ehrlich sagen. Wir können hier die Klima mit einer Sitzheizung reinmachen. Ich würde das Auto nicht ohne Sitzheizung bestellen. Ist noch ein bisschen verwirrt, wo wir auf der Welt sind. Torino. Aber es ist ein sehr schnelles System. Das sieht man schon. Apple CarPlay, Android Auto hier. Jetzt haben wir hier alles zum Elektrofahrzeug, dann mal irgendwann. Und hier haben wir die Einstellungen, mein Profil, Fahrassistenten, unter anderem Sprache und so weiter. Und hier haben wir dann ja die verschiedenen Dinge, zum Beispiel ein Eco-Coaching wird dann kommen. Das seht ihr dann schon, was dann alles folgen wird. Wir haben den Engineering-Modus hier, okay. Der vielleicht zu viel verrät schon. Hybrid-Elektro-Anzeige ist nicht repräsentativ. Was ich euch allerdings schon zeigen kann, ist der E-Mode-Schalter hier, weil das seht ihr vorne dann schon drin. Wir haben dann Track und Track ist das wildeste. Da ist dann die Rekuperation, also das One-Pedal-Driving, ausgeschaltet. Street, da ist es eingeschaltet und volle Leistung im Tourismus werden wir nur 100 kW haben und voll eingeschaltetes One-Pedal-Driving. Aber jetzt eine Sache und schaut mal kurz mein Gesicht an am Schluss. Lasst uns gern diskutieren über das, was jetzt passiert. Ich mach mal hier dieses Auto an. Es klingt, als würde er gleich abheben. Unglaublich gut. Und wenn ich ausmache, habt ihr gleichzeitig auch noch die Gitarre gehört? Dann kommt auch noch eine Gitarre.
unglaublich, wird optional sein, toll. Was wir jetzt machen ist, hoffen, dass wir den Sound drin lassen dürfen, dass der auch echt so kommt, weil das wird great. Über 20 km/h wird dann eben nicht der Eiswagen vom 500e kommen, sondern entweder eine Gitarre oder dann Motorsound in irgendeiner Art, sehr, sehr spannend. Wird wahrscheinlich für sehr viel Emotion sorgen, genauso wie dieser Kanal, den ihr jetzt abonniert und mir ins Fazit folgt. Meine Jünger, kommt. Kommen wir zum Fazit. Ja, ich habe mich ganz bewusst hier zur alten Verbrennerwelt gestellt, weil ich ja weiß, was, naja, die Scorpionifizierten, das Scorpionship, Abarth-Fanboys wollen. Die wollen kleines, leichtes, lautes, spaßiges Auto, mit dem sie zur Eisdiele, durch die Stadt, auf der Autobahn, auf der Rennstrecke, aber auch im Alltag ja, fahren können, und trotzdem sollte das einigermaßen bezahlbar sein. Ein Auto mit Emotion eben. Und jetzt ist die ganz klare Frage, hat der hier eine ähnliche Emotion oder kann er eine ähnliche Emotion haben wie ein Verbrenner? Erstmal, die Optik, das ist nur meine Meinung, schreibt mir eure gern in die Kommentare. Das ist eine komische Bewegung, ne? Aber das ist nur meine Meinung, schreibt mir eure gern in die Kommentare. Die Optik ist großartig. Der 500e hat sich aus meiner Sicht auch deshalb so gut verkauft, weil er eine tolle Optik hat. Die ist sportlicher, trotzdem noch sehr sympathisch. Ist ein kleines, für ein Elektroauto relativ leichtes Auto. Mit 155 PS geht dann 7 Sekunden auf 100. Der wird nur 155 km/h schnell. Okay, aber die Frage ist jetzt halt auch, wie nehmen die Fans, die Scorpionship-Fans, dieses Auto an? Und man hat bei Abarth gesagt, wir nehmen die mit ins Boot. Ja? Also von Anfang an in der Entwicklung können die Dinge sagen, und vor allem die Vorreservierung, die vom 22. November bis 22. Dezember läuft, das kann man nur als das Scorpionship Mitglied machen, und vor allem bekommt man dann vielleicht einen von 1949, ihr wisst schon, Geburtsjahr von Alpha, also einen von ganz wenigen Stücken, den da als Cabrio in Blau oder in diesem Grün-Gelb. Finde ich sehr, sehr spannend. Den Sound hier, den finde ich großartig. Ich hoffe, der bekommt so eine Zulassung. Bin auch sehr gespannt, wie das dann sein wird. Aber eine entscheidende Sache ist natürlich der Preis. Ich war in der Vergangenheit immer extrem überrascht darüber, wie viele Leute sich so ein Abarth 595, 695 oder die Sonderedition rausgelassen haben, weil die waren ja wirklich auch keine Schnäppchen. Ne? Jetzt geht ein 595 bei ja, etwa 28.000 Euro los mit ja, seinen 165 PS. Und es geht ein 695 mit 180 PS bei etwa 31.000 Euro los. Der 500e mit den 95 PS in der Basis beginnt auch bei 31.000 Euro. Für ja, die 118 PS Variante werden dann ja, etwa 34.000 Euro fällig. Und die große Frage ist jetzt nicht nur, wie performt er auf der Straße, kann er mithalten mit den anderen, sondern, das kann ich euch einfach nicht sagen, ich bin ja noch nicht gefahren, gell? Also lasst mich da vielleicht raus, sondern was kostet er? Und jetzt kostet er 43.000 Euro als Limo und 46.000 Euro als Cabrio. Ist natürlich erstmal viel. Davon könnt ihr dann eine Förderung abziehen. Niemand weiß genau, wie die 2023 sein wird. Aber dann ist es trotzdem ein sehr teures Auto, aber auch ein Auto, das garantiere ich euch, was schon echt unique ist, was einen Spaßfaktor hat, was mein Herz auf jeden Fall hier mal optisch berührt. Und natürlich hat man auch bei Elektroautos Möglichkeiten, den optisch außen anzupacken und den Innenraum anzupacken, was vielleicht auch interessant ist. Aber übrigens, wenn euch diese unglaublich schicken, fast italienische Klamotten interessieren, dann schaut gerne bei unserem Leasingpartner, Werbepartner, Kooperationspartner, es war ein langer Tag, Modezinser vorbei, da bekommt ihr auch einen Rabattcode, unten in der Infobox findet ihr den. Und wenn ihr uns morgen wieder um 17 Uhr sehen wollt, dann abonniert ihr genau jetzt den Kanal, denn dann seht ihr die bezaubernde Jessie mit vielleicht einem italienischen, deutschen, chinesischen Auto oder mich mit sehr viel Emotioni. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch der gefällt, und bis bald.